jetzt die Herausforderung, gegen heiß-kalt anzuschreiben. Einer von euch hatte Geburtstag, richtig? Ja, ich. Du? Alles Gute nachdenken. Dankeschön. Wie alt bist du geworden? 17. 17? Wow. Ich bin ja gleich 24, alt. 24. Aber genau. Auch noch gut. Ja. Gut. Erstmal wunderbar. Danke. Ich bin schon fertig, es müssen irgendwie jetzt. Aber er redet eigentlich eh die ganze Zeit. Er redet eh die ganze Zeit. Ich habe festgestellt, er redet ganz schön schnell. Ich? Echt? Ja. Oh Gott, wann hast du das festgestellt? Vorhin auf der Bühne. Ja, auf der Bühne muss ich schnell reden. Sonst wir haben ja keine Zeit. Rede mal einfach schneller, damit man alles runterkriegt. Ja, aber fällt mir jetzt nicht auf, wenn ich so. Ab jetzt rede ich langsamer. Gut. Dann kann ich dir besser folgen. Ja. Das fällt mir etwas schwer vorhin. Okay, ab vielleicht jetzt. Kannst du so eine kurze Zusammenfassung für mich geben, worum es denn so grob geht in eurer Musik. Ach, in unserer Musik jetzt? Ja. Also es geht um ganz viel, aber hauptsächlich ist es so ein Rap-Ding und es ist sehr viel positiv. Geht auch ab und zu ein bisschen tiefer. Aber eigentlich sind unsere Texte sehr auf Dinge bezogen, die uns wirklich passiert sind. Natürlich nur so ein kleiner Ausschnitt und dann wird es so schön ausgebaut, dass es ein ganzes Lied füllt. Aber in jedem Song erkennt man so, wenn wir es anhören, weil wir wissen ja, was passiert ist, dann wissen wir so, okay, das war da, das war da, das war da. Seit wann macht ihr denn zusammen Musik? Wow. Also schon immer, wir haben ja damals, wir haben früher zusammen an Weihnachten bei unserer Oma klassische Instrumente gespielt zusammen. Aber jetzt so Hip-Hop-Ding. Freiwillig oder gezwungen? Ja, freiwillig. Also ich musste das auch immer machen, ich wurde immer gezwungen. Ja, das war so ein Zwiespalt. aber jetzt so, das Hip-Hop-Ding machen wir seit 2012. So zusammen jetzt. Wie seid ihr zum Hip-Hop gekommen? Seid ihr einfach Hip-Hop-Fans gewesen schon immer, oder? Ja, man macht ja immer das, was man feiert, so. Also der eine will sieht ein Fußballspiel und will Fußballer werden, so. Dann fragst man ja auch nicht so, wieso bist du nicht Handballer geworden? Und bei uns war es so, wir haben immer Hip-Hop gehört und dann will man das auch selbst machen und deshalb machen wir jetzt Hip-Hop. Ich glaube, ihr hättet auch Basketballer werden können, oder? Ja, ihr seid so riesig groß. Ja, stimmt. Wir waren auch am Start so ein bisschen Basketballspielen, aber haben uns dann doch für die Musik entschieden. Das finde ich sehr gut. Macht jeden Tag trainieren ist zu anstrengend. Ja. Lieber hier feiern und. Musik muss man auch so ein bisschen trainieren, oder? Ja, voll. Aber geht noch. Ist entspannter. Habt ihr feste Probenzeiten? Oder? Feste Probezeiten? Ja. Nee, gar nicht. Also immer dann, wenn es gerade passt. Wir wohnen zusammen, deshalb am Esstisch immer. Da ist es leichter mit der Planung. Ja, eben. Das geht schon. Das geht schon. Ihr habt ja vorhin beides Schlagzeug gespielt. Was spielt ihr noch für Instrumente, wenn du sagst, ihr habt früher klassische Musik bei der Oma gemacht? Gitarre spiele ich und Cello hat noch Piano gelernt. Okay. Oh. Wird es das auf der Bühne auch irgendwann mal zu hören geben? Vielleicht so im Ausschnitt? Oh. Definitiv. Ja, definitiv. Das ist die Frage, wann. Und deswegen ziehen wir uns den letzten Song. Ihr habt ja gerade euer erstes Album veröffentlicht. Mhm. Ist da was Klassisches mit drauf gemischt? Instrumente meinst du? Ja. Ja, also Schlagzeug ist ja überall dabei, so, aber ist jetzt nicht so klassisch. Gitarre haben wir auch bei Hallo zum Beispiel. Ist Gitarre, auch wenn wir da jetzt nicht gespielt haben, aber also schon. Instrumente sind immer dabei, so. Ja. Ist wichtig. Lässt sich das mit der klassischen Musik kombinieren, der Hip-Hop, oder eher nicht? Doch. Hat nicht Nas irgendwann mal so ein Lied gemacht, wo ein klassisches Lied gesampelt hat? Irgendwas, also auf jeden Fall kann man da schon Remixe machen und Sachen einbauen und die später benutzen. Das funktioniert schon. Haben wir noch nicht gemacht, vielleicht irgendwann. Sind das auf dem Album nur Songs von euch oder gibt es auch so Features mit anderen Künstlern? Tatsächlich haben wir ein Feature, nämlich Fabio Battista bei C'est la Vie. Aber jetzt nicht wie erwartet, dass wir Crow oder sowas drauf haben, sondern das ist sehr, also es sind echt nur wir jetzt erstmal so ein Album, erstes Album so gezeigt, hey, das sind wir, das ist unser Ding jetzt erstmal. War das eine bewusste Entscheidung? Ja, also wir haben mit Crow einen Song und so, aber irgendwie hat es nicht, also musste jetzt nicht sein. So. Aber kommt auf jeden Fall noch. An der Quelle. Ja, voll. Aber bis jetzt, nee, also man hat gar nicht so dran nachgedacht irgendwie. Irgendwie war es uns klar von Anfang an, das wird unser Album jetzt und das
Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir Sam sind und nicht so die Nachkömmlinge von Crow. Habt ihr euch in der Musik schon gefunden? Ist das die Richtung, in der ihr bleiben wollt? Oder gibt es mal einen Abschweifer in was anderes? Es gibt immer Abschweifer. Selbst bei unserem Album merkt man, wir machen ja nicht den straighten Hip-Hop, sondern dass wir ganz viel von anderen Quellen beziehen, sodass wir mal hier eine Rockgitarre nehmen und da Elektro-Beat. Cello macht ja die Beats, deshalb ist der dafür zuständig, dass da ganz viel anderes passiert. Und klar, entwickelt sich ja auch immer weiter. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, das ist nämlich wichtig, dass man sich weiterentwickelt und deswegen wird sich die Musik dann auch in Zukunft irgendwie ein bisschen vielleicht ändern. Man weiß ja nicht, in welche Richtung, was man entdeckt, was einem auf einmal gefällt. Ja. Und deswegen kann man nicht sagen, was dann irgendwie mal sein wird oder ob wir immer da bleiben werden, aber das Ding, das Hauptelement wird immer Hip-Hop bleiben, da bin ich mir sicher. Wie baut man denn so ein Beat, habe ich mich gefragt. So ein Beat. Also zuerst? Womit fängt man an? Mit der Hand auf den Tisch klopfen. Ja? Genau, dann hat man den Takt. Hat man da vorher schon irgendwas im Kopf oder haut man einfach drauf? Nee, das ist schwierig. Es kommt immer darauf an, was zuerst da ist. Man fängt an zuerst mit den Drums oder mit dem Piano oder mit irgendeinem Sample. Kommt ganz drauf an. Kann man nicht so sagen, mit was man immer anfängt. Aber ich würde schon sagen, dass die Drums immer so entscheidend sind. Und vielleicht hat man auch ein cooles Piano-Sample und dann bastelt man dazu dann die Drums und so. Kommt immer drauf an. Oder gar keine Drums, wie bei Liebe zur Musik. Oder gar keine Drums, nur ein bisschen Bongo Bongo. Wie lange dauert das, bis so ein Beat fertig ist? Kann man das abschätzen? Was war der schnellste Beat, den du gebaut hast? Schwierig. 2 Minuten. Nee, nicht so kurz. Schwierig, weil ich finde, so ein Beat ist, man hat schon vielleicht so eine Skizze hat man dann vielleicht mal schnell fertig. Aber bis es dann ganz fertig ist, es dauert dann schon eine gewisse Zeit. Wie lange habt ihr denn jetzt an dem Album gearbeitet? Das Album über 1,5 Jahre, weil wir waren ja die ganze Zeit unterwegs letztes Jahr. Deswegen entstand halt immer der Song unter der Woche, wenn wir zu Hause waren. Das war dann nicht so lang, nicht so oft. Und deswegen ging das im Prinzip 1,5 Jahre. Bis dann alle Tracks fertig waren. Ihr hattet ja heute fast ein Heimspiel hier in Reutlingen, nah bei Stuttgart. Wie war die Stimmung? Seid ihr zufrieden? Voll. Mit den Leuten? Mega krass. Also so umsonst und draußen und dann so viele Menschen und hatten eine schöne Zeit zum Spielen. Es hat wirklich Spaß gemacht und die Leute hatten auch richtig Bock. Habt ihr schon mal in Reutlingen gespielt? Ja, tatsächlich. Wie hieß es? Franz K., glaube ich. Kann es sein, ja? Franz K. haben wir damals gespielt. Da war niemand einfach. So waren 10 Leute, glaube ich, da. Von dem her ist es schön, wenn man wieder hier spielen kann und auf einmal ist das Ding voll. Das ist auf jeden Fall cool. Wie lange ist es her, dass ihr da gespielt habt? So ungefähr? Was 2 Jahre. Ganz zwei am Anfang. Jahre. Ja, schon. Was ist denn so das Ziel? Wo wollt ihr mal hin? Wart ihr jetzt schon auf Crow, mit Crow auf Tour und habt so die großen, ganz großen Bühnen schon gespielt? Ist das auch so ein Ziel für euch persönlich oder ist euch die Masse nicht so wichtig? Natürlich ist es schon wichtig, dass man irgendwie Erfolg hat und das zeigt sich einfach auch, dass man dann live mehr reist und so. Auch für uns ist es einfach wichtig, dass wir das machen, auf was wir Bock haben und das ist für uns die Musik und es ist schön, wenn das irgendwo fruchtet und das ist natürlich so die Belohnung dann, aber würden wir nicht machen, wenn es nur darum gehen würde. Was macht ihr denn sonst so neben der Musik? Habt ihr überhaupt im Moment noch Zeit, irgendwas anderes zu tun? Also Musik ist jetzt schon so unser Hauptding. Ja. Oh Gott. Das ist unser Job einfach. Und wir machen schon eigentlich hauptsächlich Musik Montag bis Montag. 4 Euro. Was steht denn noch an in diesem Jahr? Spielt ihr noch Festivals? Die Saison geht ja so lang. Spielen ganz viele Festivals noch. Wir haben ganz viele gespielt und spielen auch noch ganz viele. Ja. Jede Woche fast unterwegs und arbeiten am neuen Album oder EP oder Mixtape oder mal sehen, was damit wird. Und ja, mal sehen. Gibt es ein Event, auf das ihr euch besonders freut, so in der Zukunft? Wir freuen uns jetzt aufs Chiemsee Summer Festival. Unsere Mom war dort immer und das war für uns dann, da habe ich immer gesagt, für irgendwann will ich dort auch spielen und ist jetzt geil, wenn man da spielen kann und unsere Mom ist dann trotzdem noch da und ist so ein persönliches Highlight dann. Hat eure Mutter euch musikalisch geprägt? Natürlich, also ich meine, man erbt ja so ein bisschen diese Musik und diesen Takt und alles und da ist unsere Mom auf jeden Fall schon großes Element gewesen.
Was hört ihr so privat an Musik? Unsere eigene. Eure eigene, natürlich. Nee, nur Scheiß auf alle anderen. Ach so. Nee, gar nicht, weiß gar nicht. Celo, was hast du zur Zeit? Celo ist DJ, der hat immer den neuen Sound am Start und dann schickt er den rüber und dann kann ich es anhören. Was ist der heißeste Tipp im Moment? Was muss man gerade kennen? Was muss man gerade kennen? Das Neue von... Nee, das müssen wir nicht kennen. Nee, weil wir nicht machen. Hey, was war jetzt? Der eine Rapper, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen hier bei einem netten Interview. Was ich finde, man muss... Das ist ganz schwierig, weil ich ganz viel auf meinem iPod habe und deswegen immer durchzappe und irgendwie... Ich habe jetzt nichts Aktuelles gerade, wo ich denke, oh, das Album, bla bla bla, das muss ich definitiv hören. Lass mal überlegen. Was hörst du denn zurzeit? Zurzeit? Ich bin im Moment sehr viel unterwegs. Also ich feiere heißkalt sehr im Moment. Denn du machst jetzt das Interview, wenn die... Oder jetzt sind sie ja fertig? Ich habe sie auch vor 2 Wochen erst gesehen. Genau. Doch, die also live sind die echt, die feiern die auch. Ja. Finde ich auch gute Musik, doch. Kann ich mir auch geben. Totale Eskalation. Also bist du eher der Eskalationstyp. Ah, sogar heiß-kalt mal. Na klar. Doch. Ja, wir hören auch querbeet eigentlich. Ja. Wir sind viel im Auto unterwegs, viele Stunden. Und deswegen schließe ich mal mein Handy an oder Sams Handy oder vom Tobis Handy oder was halt gerade irgendwie am Start ist. Aber mir fällt es einfach nichts gerade ein irgendwie. Irgendein Lied, das wird zur Zeit. Kauft ihr noch CDs? Definitiv. Oder Platten? Oder Platten? Ist alles digital? Wir kaufen viel digital. Aber wir haben erst letztens ein paar CDs gekauft wieder, weil wir im Auto nichts hatten, deswegen komm, lass CDs kaufen. Aber ansonsten, wir kaufen schon viel digital, weil es einfach einfach ist, bequemer bei iTunes schnell runterladen. Ich finde, einfacher Weg. Verliert so schnell die Übersicht. Ja, das stimmt, definitiv. Das stimmt, aber man kann halt die gekaufte Musik, die CD nicht überall mitnehmen. Das ist ein bisschen auch Vor- und Nachteile beides. So. Aber wir haben genug CDs, Platten daheim, nicht sowieso viele Platten, deswegen. Man zu eurem Album jetzt aktuell noch was wissen? Es gibt das Album seit 28. Ich weiß gar nicht, wann war Release Date? 28. Februar. 28. Februar. Doch schon so lange. Ja, schon ein Weilchen her. Schon eine Weile her. Seit. Wir sind ja auch am neuen Album oder neuen Sachen dran und dann wird's aber Zeit. Aber das alte ist auf jeden Fall so ein Highlight für uns. Es ist unser erstes Album und es ist geil und es macht immer noch Spaß zu hören, was sehr verrückt ist, weil wir spielen das jedes Wochenende 3-mal und haben es tot gehört bei der Entstehung, aber es ist immer noch so, dass ich manchmal zu Hause bin und trotzdem einen Song höre, weil ich einfach Bock drauf habe. Was ist dein Favorite Song vom Album? Schwer, ganz schwer. Also ich mag wirklich ganz viele. Wind war so ein Song, den ich ganz, ganz besonders mag, weil der war irgendwie, beschreibt was Persönliches für mich und deshalb war das so, okay, Mann. Wie sieht's aus so mit Patzern auf der Bühne? Schon mal hingefallen oder Text vergessen? Das passiert jedem eigentlich. Ich bin mal ganz dreckig hingefallen. Ich bin vor der Bühne gefallen mal bei einem Crow-Auftritt, also wirklich großes Publikum. Einfach von der Bühne gefallen, das war ein bisschen peinlich. Aber sonst, Text vergisst man mal, aber es geht schon, ist kein Ding. Das kann man im Hip-Hop, glaube ich, gut überspielen, oder? Ja, einfach ein Freestyle drüber und so dann... auf. Das geht schon. Da muss man halt hoffen, dass die Leute den Text nicht kennen. Aber es geht schon. Interview? Letzte Worte finde ich immer. Wichtige Message an die Menschen. Ja, checkt uns definitiv aus. Wir sind auf Facebook aktiv. Wir sind auf Twitter aktiv. Wir sind auf Instagram aktiv. Überall Sams Welt oder Sam Musik, da findet man uns. Checkt unsere letzte Single, C'est la vie, mit Fabio Battista. Gibt es auch ein schönes Video dazu. Ja, hat uns sehr gefreut, das Interview hier zu machen.